Hallo und willkommen zu einem neuen Power Ranger Review. Diesmal zu Power Ranger Jungle Fury und zu den Jungle Fury Beast Master Megazord. So, das ist halt mein erster Jungle Fury Megazord. Habe ich mir besorgt, weil ich ihn auf den ersten Blick erstmal interessant fand. Und Jungle Fury ja bald hoffentlich bei uns im Fernsehen läuft und also halt sowas, da bin ich schon gespannt. Und ich dachte, ich hole mir erstmal den Jungle Fury Beast Master Megazord. Ja, ich war halt eben interessiert, um zu sehen, was ist das. Gut. Fangen wir einfach erstmal kurz mit den Tieren an und dann nochmal meiner Meinung. Also man sieht es ja eigentlich ziemlich deutlich. Ein grüner Elefant. Dann haben wir hier eine lila-violette Fledermaus, also eher so dunkel-lila würde ich sagen. Einen weißen Jaguar. Oder Tiger, weißer Tiger, Tiger glaube ich, Jaguar, Tiger. Und ein schwarzer Panther. Was eigentlich gleich auffällt, dass sie ziemlich gleich sind, also man wirklich schwer unterscheiden kann. Vom Gesicht her ist er halt ein bisschen größer, ein bisschen stämmiger. Klar, ist ein anderes Tier, aber trotzdem. Das ist jetzt nicht der große Unterschied, dass man jetzt sagt, wow, ich sehe, dass das verschiedene Tiere sind. Also, gut. Und ein Hai. Was jetzt so relativ auffällt, dass der Hai eigentlich so neben dem Elefant das größte Tier ist. Mal kurz nur die, also 20 cm. Dann haben wir 12. Okay, hier wüsste ich gar nicht mal, was soll ich hier messen. Wie kleiner ist. 4,5, sagen wir mal 5, und sein Flügelspannweite ist 8. Höhe bei denen ist hier so 7,5. Dann kommen wir noch zum Elefanten. Gut, machen wir nur bis zum Kopf ungefähr so 16 cm und Höhe 11 cm. So, und wenn man sich jetzt die Tiere, zum Beispiel den Elefanten, gleich genau ansieht, fällt eins auf. Hier ist er zum Beispiel hohl. Das ist so, was im ersten Moment relativ deutlich auffällt. Man kann hier seine Ohren bewegen. Das ist noch relativ genial, also finde ich es ziemlich witzig. Den Rüssel kann man hier auch bewegen. Wenn man allerdings dann hier hin guckt, sieht das schon ein bisschen nicht mehr so toll aus. Darum muss man halt eben so ein bisschen so verwandeln und am besten von vorne sich das Teil angucken. Und dieses hohle kann man eben hier nochmal deutlich sehen, er hat ein Fach. Ja, da drin, wofür das Fach ist, komme ich gleich noch zu. Zur Fledermaus. Gut, sie hat ein sehr strenges Gesicht. Ich hoffe, man sieht so halbwegs. Ich kriege Probleme mal mit dem Zoom. Gut. Das ist ein ziemlich strenges Gesicht, finde ich. Ja, hinten sieht sie eigentlich ganz nett aus, ja. Gibt jetzt auch groß nichts zu sagen. Dann sage ich ja einfach mal, die beiden Katzen kann man eigentlich wirklich gleichstellen, bis auf die Farbe. Sind sie eigentlich gleich oder eben ähnlich? Haben hier ein Rad. Der Sinn dieser Räder ist halt eben für später. Sie können sich noch mit einem Power Ranger kombinieren. Okay. Von sowas halte ich persönlich eigentlich wenig, von so einem merkwürdigen Kombination mit irgendwelchen Rangers, aber das ist nun Geschmackssache. Ich fange einfach mal so ein bisschen schon mal an, die zu verwandeln. Man klappt einfach die Vorderfüße hoch und die Hinterfüße werden nach hinten geklappt. Und dann sind diese Räder frei. Und dann kann das Ding eben hinrollen. Und man sieht ja hier deutlich bei dem weißen und schwarzen, ja, Nippel. Also so einen schwarzen
So ein schwarzes Teil und hier eine Lasche. Und zwar, wenn man dann eben diese Jungle Fury Ranger hat. Ich weiß jetzt nicht, wenn es mit einem geht, wahrscheinlich nur diese Beastmaster-Varianten. Die haben dann ein Loch im Fuß. Den kann man dann hier draufstecken, also ein Fuß. Er wird dann eben, da kommt der zweite Fuß dann rein. Die Verwandlung ist das gleiche. Also Vorderfüße nach vorne, Hinterfüße nach hinten. Hat man eben diese zwei. Dann stellt man den Ranger drauf und dann hat der Ranger Rollschuhe. Okay, ganz toll. Also mein Fall ist diese, also jedes dieser Sorts lässt sich eben mit einem Ranger kombinieren. Zum Beispiel hier kann Ranger drauf reiten. Wenn man hier von ihm Teil abmacht, dann als Bumerang und er wird zu einer Kanone. Ja gut. Das nur mal so nebenbei. Braucht man eigentlich, glaube ich, nicht. Jetzt kommen wir zur Verwandlung vom Megasort. Also beim Elefanten klappt man einfach die Füße hoch. Diese hinteren Füße kann man abnehmen. Seinen Kopf kann man abnehmen. Und wenn wir den Kopf schon in der Hand haben, Rüssel nach hinten, Ohren nach hinten. Das ist erstmal so hochgeklappt. Hier sieht man eben so ein schwarzes, wieder zwei schwarze Teile. Hier das Gegenstück, also reingesteckt, Teil 1. Dann schnappt man sich den Hai. Nochmal kurz zum Hai. Wenn man das Maul aufmacht, sieht man eigentlich auch schon was Verräterisches. Ja, der Hai gefällt mir eigentlich, sieht ganz nett aus. Wenn man das jetzt so auseinanderzieht, hat man eben schon zwei Teile vom Hai. Also Maul komplett auf. Der zweite Fuß hier rein zugedrückt. Jetzt kann man das öffnen und diese Füße, wenn man will, jetzt hier einfach so reinstecken. Einfach so als. Man sieht, sie fallen eh raus, aber damit sie eben nicht rumliegen, oder man lässt sie einfach hinten dran, ne? Das geht auch. Jetzt schnell weiter. Ein hier ran. Ein hier ran. Entweder so rum oder andersrum, das ist eigentlich. Das ist jetzt nicht so lebenswichtig, wenn man es jetzt vertauscht. Und wenn man jetzt die Fledermaus einfach hier drauf drückt, also das geht ein bisschen schwer, sieht man eigentlich schon den Kopf mit ja dieser merkwürdigen Maske, was eigentlich schon eben ein Megasort darstellt. Sieht schon ganz interessant aus. Jetzt kann man noch diese Maske hochmachen. Das wird hier, also das heißt zum Schwert. Wenn man hier ein Maul, egal welches, öffnet, sieht man eben hier so eine kleine Plastikaufnahme reingesteckt und schon hat man ein tolles Schwert. Das kann man eigentlich auch so einmal komplett rumdrehen. Er mag nicht ganz so stehen. So sieht halt eben der Jungle Fury Beastmaster Megasort aus. Jetzt zu diesen Innenleben, also entweder man steckt Füße rein oder nachher kann man eben hier einen Ranger reinstecken. Also wenn er als Megasort ist, kann man einen Ranger wieder reinstecken. Ja, wie gesagt, ist jetzt nicht so, dass ich es unbedingt machen würde. Also mir gefällt die Variante nicht, aber der Sort an sich. Gut, es ist ein merkwürdiges Plastik, also es ist teilweise ziemlich beweglich, also ziemlich weich so an bestimmten Stellen und ja, die Verarbeitung könnte vielleicht ein bisschen besser sein, aber es ist ein netter Sort. Er gefällt mir eigentlich, also gefällt mir schon sehr. Und mal wieder neue Tiere, mal eine andere Variante. Sieht interessant aus. Ich bin gespannt, was noch kommt. Was wir dann noch so kriegen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich sage Tschüss, bis dann.